Vor gut einem Monat hat dieses Geschäft hier in Athen geschlossen, wegen der Krise, wie Zehntausende andere auch mittlerweile in Griechenland. Und Zehntausende junge Menschen haben mittlerweile ihr Land, ihre Heimat verlassen, weil sie hier keine Zukunft mehr sehen. Das Land blutet aus. Um das zu verhindern und auch weil sie trotz allem hier eine Zukunft sehen, sind mittlerweile einige junge Griechen aus dem Ausland aber wieder zurückgekehrt. Einer davon ist Manolis Anastasakos, ein junger Künstler hier in Athen. Manolis hat es in die erste Liga der griechischen Künstler geschafft. Seine Bilder, Plastiken und Objekte werden auch außerhalb seines Landes ausgestellt und gekauft. Zurzeit arbeitet er an einem Projekt über Flüchtlinge. Mich bewegt Ihre Situation sehr. Vielen bei uns geht es mehr um die eigene Sicherheit als um die wichtigen Dinge, zum Beispiel Glück. Es gibt zu viel Egoismus und Ignoranz, zu wenig Verständnis für die Flüchtlinge und deren Suche nach einem besseren Leben. Zweimal schon hat er in Berlin gelebt, dort ausgestellt, dort Fuß gefasst. Dann kam die Krise in Griechenland und Manolis fühlte sich nicht mehr wohl in der Fremde. 2012 kehrte er nach Athen zurück. Ich verließ Berlin, denn ich dachte, ich könnte helfen. Kunst bezieht sich auf die Gesellschaft und kann Ideen auf verschiedene Art ausdrücken. Ich bin auch Straßenkünstler, der öffentliche Aufträge ausführt und so Verantwortung übernimmt und hilft. Denn Kunst ist eine Sprache, die jeder versteht. Unweit der Akropolis schmückt eines seiner Riesen-Graffitis die Wand eines Hotels. Etwas Farbe für die Natur, der Titel. Die Vorbereitung dauert 4 bis 5 Monate, das Malen meistens im Sommer, bei der Größe hier etwa 20 Tage. Ein Straßenkünstler hat eine wichtige Aufgabe, denn die herkömmliche Kunst hat an Bedeutung verloren. Und diese Art von Arbeit zeigt den Menschen, wie wichtig Kunst ist. Künstler wie Manolis haben in Athen ganze Straßenzüge gestaltet. Eines seiner bekanntesten Graffitis war bisher immer hungrig. Als er es zeigen will, ist es weg, übermalt von einem unbekannten Kollegen. Das ist eben Straßenkunst. Die Nachrichten ändern sich, die Ideen ändern sich, aber es ist okay. Denn mein Bild ist nicht wirklich zerstört, es ist weiterentwickelt. Es ist ein Prozess. Manche seiner Kollegen verändern seine Bilder. Hier hat einer Yes und No hinzugefügt und damit die Aussage des Bildes verstärkt. Es ist eine Art Unterhaltung. Jeder hat Respekt vor dem Werk des anderen und zerstört es nicht. Das ist Kunst und das ist Leben. Das hat ein noch anderer Künstler hinzugefügt, ohne etwas zu verdrehen. Man kann sagen, meine Figuren sprechen mit seiner. Warum nicht? Die Krise liefert Themen und Motive ohne Ende, sagt er, und er befürchtet, dass das so bleibt. Für sein Flüchtlingsprojekt ist Manolis ans Meer nach Piräus gefahren. Er braucht Steine. Steine, die zu den Bildern von den Flüchtlingen passen. Ich möchte jetzt sehen, wie meine Idee ästhetisch funktioniert. Später nehme ich nicht Fotos aus Papier, sondern echten Film, denn ich möchte nicht, dass sie von mir zerstört werden. Ich möchte, dass die Bilder auf den Steinen klar zu erkennen sind. Im August war er auf Lesbos, um zu helfen. Als ich die Flüchtlinge sah, wurde mir klar, dass sie absolut anonym sind, egal ob tot oder lebendig. Es ist so würdelos. Da so viele ihr Leben im Meer verloren haben, dachte ich, es wäre wertvoll, die Erinnerung an sie aufrechtzuerhalten. Flucht aus der Heimat, Suche nach einer neuen, das gibt es, sagt er, seit Jahrtausenden. Verändert aber, meint er, hat sich das Verhältnis zur Heimat vieler junger Menschen im Westen. Wir gehören einer Generation an, die nicht mehr an eine bestimmte Gegend gebunden ist. Jetzt aber ist mein Lieblingsgeburtsort Griechenland. Ich will so lange wie möglich hier bleiben und mein Bestes für meine Mitmenschen und mein gesegnetes Heimatland geben. Das gilt für hier und heute. Ob er für immer in seinem aktuellen Heimatland bleiben will, das weiß er aber nicht.